Leute, ich begrüße euch zum ersten Zackfishing-Welts-Video, das ich 2023 abdrehe. Ich freue mich extrem viel, ich kann auch sagen sau viel, einfach weil ich jetzt eine verdammt lange Zeit nicht am Wasser war und jetzt wird es auch erstmal nochmal eine kleine Pause geben. Aber heute haben wir es zusammen ans Wasser geschafft. Wir, das sind mein Kumpel Jean und ich. Wir starten eine kleine Frühlingssession, werden nur in den Abend rein fischen, mal schauen, was so geht. Wassertemperatur hat 12 Grad, Wasserstand ist leicht erhöht, alles weitere erzähle ich euch gleich. Ihr seht jetzt das Intro, wir warten in der Zeit noch einen Regen ab und dann legen wir los. Während Jean hier gerade schon die Routenhalter gesetzt hat bzw. am Setzen ist, nutze ich jetzt gerade mal die Zeit hier, um nochmal einen Rahmen zu schaffen. Und zwar auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt wiederhole. Wir haben Wassertemperatur 12 Grad, wir haben Ende März, das heißt Frühlingssession, wir haben einen leicht erhöhten Wasserstand, was ja auch immer noch mal eine ganz besondere Dynamik in das Ganze reinbringt, so hoffen wir zumindest. Und dementsprechend sind wir zusammen am Fluss für eine kurze Feierabendsession sozusagen und schauen uns mal an, was hier heute passiert. Wir werden fischen mit Würmern, so wie ihr das gewohnt seid von uns. Ich werde auch gleich noch auf die Montagen eingehen. Jetzt ist es erstmal wichtig, wenn wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, bis das Tageslicht verloren geht, dass wir alles soweit fertig kriegen und ins Wasser kriegen und dann zeige ich euch die weiteren Schritte. So, was ich aber noch ganz gern mitnehmen würde, ist der Tackle-Check. Einfach damit wir den noch im Hellen über die Bühne kriegen. Ich zeige euch mal, was wir hier heute an Material dabei haben, beziehungsweise was ich hier heute angel. Rolle kennt ihr, HR20 bespult mit einer 55er Halkline. Dann habe ich hier einen 09er Silent Leader drauf, einfach als Schlagschnur. Fische ich ja mittlerweile ganz gerne so. Dann haben wir hier eine ganz besondere Route, zu der es in Zukunft noch mehr Informationen geben wird. An der müssen wir jetzt noch leider ein bisschen rumschrauben. Es ist noch nicht ganz so, wie wir es haben wollen, aber der Name Homezone ist da ja schon mal angekündigt. Ist eine Route, die natürlich für die heimatlichen Gewässer geeignet ist. Da sind wir jetzt schon länger dran. Ein richtig geiles Projekt. Bin mal gespannt, wo wir am Ende rauskommen. Dann machen wir einen kleinen Sprung ans Ende der Hauptschnur. Hier haben wir einen Ballbearing Swivel plus Snap, wie ihr das auch schon kennt. Das Ganze hängt dann an einem Monolider Pro in 1,17 mm. Hier noch ein kleines Stück Rigtube zur Knotensicherung. Und dann haben wir hier, wie ihr es auch schon öfters gesehen habt, ein U-Float Solid Black in 20 Gramm bzw. Ein Propeller U-Float Solid Black in 20 Gramm gestoppt mit zwei Silikonstoppern. Hier unten noch mit einer Double Rattle, damit das Ganze noch ein bisschen akustische Reize ausstrahlt. Gerade im Frühling mache ich das ganz gerne, wenn die Fische noch nicht so viel Befischungsdruck gekriegt haben. Und dann haben wir hier zwei Einzelhaken, das heißt Mr. Wallerhook in Größe M, einfach um ein großes Tauwurmbündel anbieten zu können. Und so gehen wir ins Rennen. Ansonsten als Wetterschutz natürlich hier Solid Prolly. Das Tasker haben wir auch noch mit am Start. Kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil es hier um die Ecke steht. Da müsste ich jetzt ein Stück zu weit gehen. Dann haben wir natürlich, wie ihr das auch kennt, alles immer fest verankert hier in unseren Rodstand Basics und natürlich hier unsere Abpackmatte, falls was geht, damit wir den auch vernünftig versorgen können. So, jetzt geht's weiter und wir halten euch auf dem Laufenden. Es ist ja nicht so, als ob die Firma Zackfishing nicht auch Tassen wird verkaufen, aber wir haben halt hier die Spontan- bzw. Spezialanfertigung. Très spécial, top qualité, c'est bon. Bye.
So Leute, also die Routen liegen, sind im letzten Tageslicht auf Tauchstation gegangen, haben sie extra nicht zu früh gelegt, weil bei einer Wassertemperatur von 12 Grad kann es halt eben schon mal sein, dass sich die Weißfische an den Tauwürmern zu schaffen machen. Dementsprechend haben wir jetzt so lange gewartet, bis wir die Dinger gesetzt haben, und jetzt hoffen wir halt, dass das Ganze Früchte trägt. Wir sind gespannt, jetzt werden wir gleich was essen. Ich zeige euch vorher nochmal, wie das Ganze strategisch aussieht auf dem Blog, damit ihr auch wisst, wie wir den Platz hier heute angehen, und dann seid ihr voll im Bilde. So, und während Jean uns hier noch ein Kaffee vorbereitet, damit wir uns hier noch mal so ein bisschen aufwärmen können, weil es wird jetzt langsam echt schattig, zeige ich euch noch mal ganz akkurat, wie wir heute hier abgelegt haben. Ich entschuldige mich direkt vorab, ich habe heute keine verschiedenfarbigen Stifte dabei, deswegen müsst ihr heute mit Schwarz vorlieb nehmen, aber ich denke mal, die Informationen kommen trotzdem rüber und das ist wichtig. So, also, das ist der Spot. Wir sitzen hier auf einer Landzunge, wie ihr seht. Hier verliert sich so ein bisschen die Strömung, hier haben wir relativ starke Strömung. Und wir fischen beide Seiten der Zunge. Einmal hier an der Uferkante auf 2,50 Meter, direkt flussaufwärts von so einem großen, ungestützten Baum abgelegt. Einfach in der Hoffnung, dass quasi der Geruch vom Köder dadurch die Fische animiert, die potenziell hier drin liegen könnten. Und hier unten haben wir es ähnlich gemacht. Die liegt ein bisschen weiter weg von der Uferkante, aber ansonsten eben auch am Hindernis. Dann haben wir hier eine Route, weil sich die Strömung hier eben mehr und mehr verliert, sogar relativ flussaufwärts fischen können mit einem zweiten Stein, sodass das Vorfach sich nicht in der Hauptschnur verheddern konnte. Die legt also so ein bisschen Strom auf, auch an einer schönen Struktur. Und hier haben wir eine relativ stark abfallende Uferkante bzw. Erhebung, die dann wieder abfällt bis auf 2,70 Meter. Und da liegt eben auch unten im Knick das Tauwurmbündel drin. So haben wir hier beide Seiten abgedeckt. Wir sind mal gespannt, was passiert. Und wenn was passiert, dann seid ihr natürlich dabei. Bis dahin lasse ich jetzt mal die Kamera aus. Drückt die Daumen, dass was geht. Okay, also, erste Aktion, gerade eine halbe Stunde jetzt gesessen, gerade was gegessen, und jetzt ist hier die Route abgerauscht in der Uferkante, oberhalb vom Baum. Der Plan hat geklappt, da einen aufzuschrecken oder rauszulocken, und hier haben wir ihn schon gleich. Kein großer Fisch, aber ein Fisch. Noch die Würmer, die hat er mal sauber verhaftet. Fahren wir jetzt schnell zurück zum Ufer und dann zeigen wir euch noch mal ganz kurz. So, also, da haben wir den kleinen Wurmdieb. Ja, direkt in der Dämmerungsphase sozusagen zugeschnappt an der Uferkante, wie man es kennt. Vielleicht kam er aus dem Holz, vielleicht auch nicht. Ist uns wurscht im Endeffekt. Hauptsache, der Plan ist aufgegangen, wir haben Fischkontakt und vielleicht kommt ja noch was. Auf jeden Fall ein schöner Anfang. So, also, die Route ist neu bestückt. Ihr seht es wieder mit einem schönen Tauwurmbündel, schön nachgelegt. Das Ganze geht jetzt wieder an die Uferkante und dann gucken wir mal, vielleicht kommt ja da wirklich noch was nach. So, liebe Leute, also, ihr hört es im Hintergrund schon, wir sind am Abbauen. Glocken von Routen am Abmontieren, Schirm ist schon zusammengebaut. Ja, kurze Session wie angekündigt, das bedeutet, es dauert nicht lange, bis es vorbei ist. Trotzdem haben wir natürlich glücklicherweise einen Fisch gefangen, freuen wir uns sehr drüber, hat alles gepasst, und es zeigt, dass auch manchmal einfach wenige Stunden reichen, um erfolgreich am Wasser zu sein. Deswegen, wenn ihr die Zeit habt, gerade jetzt, wo es abends wieder länger hell ist und man dann auch nach der Arbeit nochmal ans Wasser kann, um dann nochmal auf die Schnelle auszulegen und ein paar Stunden mitzunehmen, nutzt die Zeit. Geht ans Wasser, geht raus, saugt den Frühling auf mit allem, was dazugehört, inklusive der Fisch, die so langsam munter werden. Ja, und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem der nächsten Videos hoffentlich. Und bis dahin, bleibt gesund und fangt ein paar schöne Frühlingswelse. Ciao.